Alexa, hast du schöne Weihnachten, ne? Ja, natürlich. Ich fühle mich echt wohl bei dir. Vielen Dank. Ich habe sogar ein neues Rezept gelernt. Je eine Flasche Apfel- und Traubensaft, den Saft einer Orange und ein Viertel Liter Wasser mit einer Zimtstange und vier Nelken kurz aufkochen. Gegebenenfalls mit etwas Honig süßen. Und schon ist der leckere Punsch fertig. Zum Wohlsein. Alexa, bring mich in Weihnachtsstimmung. Alexa, lach mal. Alexa, Advent, Advent. Weihnachten mit 13. Der erste Weihnachtsfeiertag. Tina war 13 und benutzte das Toilettenpapier ihrer Großmutter, das immer nach chemischer Vanille roch. Ihre Gäste waren alt und sprachen über noch ältere Zeiten. Sie schnitten Torten an und Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen Gesprächen über längst verjährte Themen und Märchen der Gebrüder Grimm verbarrikadierte sich Tina in regelmäßigen Abständen auf der Toilette und schrieb SMS an ihre erste große Liebe. Was hast du zu Weihnachten geschenkt bekommen? Nervt dich deine Familie auch? Ihr Bruder war nicht gekommen, was die endlosen Gespräche mit den Menschen, die alle 10.000 Jahre älter als Tina waren, noch endloser erschienen ließ. Wir müssten etwas schaffen, etwas mit Sinn und mit weniger Bratapfel und Ente. Wir müssen Helden sein, dachte sie sich. Doch fehlte ihr die Stimme, Sprache und Ernsthaftigkeit. Stattdessen saß sie stumm, zog ihre Füße in pieksenden Stricksocken an sich heran und versuchte, den kalten Boden so wenig wie möglich zu berühren. Wartend, Vanillekipferl essend, ihr Kinderlein kommet singend, Märchen lesend. Verdammt, vergeht die Zeit mit 13 langsam. Heute, 15 Jahre später, räumt Tina traurig das letzte Möbelstück der gebrechlichen Wohnung ihrer Großmutter in den Laster. Sie beobachtet die Schneeflocken, die im verwachsenen alten Garten Pirouetten drehen. Zum Abschied lässt sie sich auf den schneebedeckten Rasen fallen und formt einen Schneeengel. Dabei denkt sie an ihre Großmutter, die Weihnachtsfeiertage bei ihr und an den Geruch der chemischen Vanille. Sie lächelt. Weihnachten war mit 13 ziemlich schön. Alexa, erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsmanns am Meer. Früher, vor gar nicht allzu langer Zeit, hatten Herr und Frau Weihnachtsmann eine Idee. Es waren schon fast 260 Jahre seit ihrem letzten Urlaub vergangen und die beiden hatten vor lauter Eis und Schnee mittlerweile ganz vergessen, wie ein Strand aussieht. Bestimmt waren doch die Elfen in der Lage, für eine Weile alleine auf die heimatliche Grotte aufzupassen, wenn sie sich eine vorweihnachtliche Auszeit gönnen wollten. Aufgeregt fingen sie an zu packen und Herr Weihnachtsmann stopfte eifrig die schicksten Hawaii-Hemden und die flippigsten Flipflops in seinen Koffer. Erst als der Rand voll war, bemerkte Herr Weihnachtsmann, dass er seinen Strohhut vergessen hatte. Frau Weihnachtsmann versuchte ihn davon zu überzeugen, dafür unbedingt noch ein Plätzchen freizuräumen. Aber Herr Weihnachtsmann hatte völlig vergessen, wie sich ein Sonnenbrand anfühlt. Und da er ja schließlich 260 Jahre lang keinen mehr gehabt hatte, war es in seinen Augen sehr unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet jetzt einen bekommen sollte. Frau Weihnachtsmann wollte keinen Streit vom Zaun brechen und verkniff sich jede weitere Bemerkung, nicht aber ohne ein mulmiges Gefühl im Bauch zu haben. Ein Gefühl, das ihr sagte, Herr Weihnachtsmann werde diese Entscheidung noch bereuen.
Am nächsten Morgen holten die Weihnachtsmanns in aller Frühe ihren Schlitten aus der Garage und schlenderten alsbald die schönste Insel inmitten des blauesten Ozeans mit den weißesten Sandstränden an. Es war so herrlich, dass sich Herr Weihnachtsmann dort angekommen, direkt auf einen Liegestuhl legte, genüsslich einen Eistee schlürfte, auf Glühwein wollte er lieber verzichten, denn er musste ja noch fliegen, und direkt in der warmen Mittagssonne einnickte. Frau Weihnachtsmann hingegen ging lieber schwimmen. Als sie zurückkam, war Herr Weihnachtsmann bereits leuchtend rot, und als sie ihn antippte, um ihn sanft aufzuwecken, schrie er auf: »Autsch! Aua!« So fühlt es sich an. Frau Weihnachtsmann konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und schlug vor, jetzt doch einen Sonnenhut zu kaufen. Aber es war zu spät. Und weil Herr und Frau Weihnachtsmann sehr lange leben, dauert es eben auch sehr lange, bis so ein Sonnenbrand wieder verschwindet, weswegen der Weihnachtsmann, seit wir ihn kennen, leuchtend rote Bäckchen hat. Ganz genau, es ist nicht die Kälte, die seine Wangen rot erstrahlen lässt, es ist ein Sonnenbrand. Ein Sonnenbrand und ein kleines bisschen Schamgefühl. Alexa, wo ist der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann ist gerade in seinem Rentierstall und füttert sein Gespann. Die brauchen ja schließlich viel Kraft, um die vielen, vielen, vielen Geschenke zu ziehen. Alexa, möchtest du einen Schneemann bauen? Ja, super. Können wir dann auch einen Schnee-Echo bauen? Ja. Alexa, wer ist Darth Vader? Darth Vader ist der dunkle Lord der Sith und ein ehemaliger Jedi-Ritter mit dem Namen Anakin Skywalker. Er ist der Vater von Luke und Leia. Alexa, was sind deine Weihnachtsskills? Ich kann keinen Skill mit diesem Namen finden. Im Abschnitt Skills der Alexa-App kannst du unseren Katalog durchsuchen. Stopp, gucken wir mal. Was sind deine Skills zu Weihnachten? Alexa, was sind deine Skills zu Weihnachten? Der Skill Würdest du eher Weihnachten kann dir dabei helfen. Möchtest du ihn aktivieren? Ja. Hui! Willkommen zur Würdest du eher Super Special Weihnachtsedition. Um dich richtig schön in Weihnachtsstimmung zu bringen, haben wir ein paar fröhliche Fragen für dich vorbereitet. Sag einfach A, B oder Wiederholung. Und hier kommt schon die erste Frage. Würdest du eher A, gegen ein Lebkuchenmännchen so groß wie ein Rentier kämpfen oder B, gegen 100 Rentiere so groß wie ein Lebkuchenmännchen kämpfen? A. Würdest du eher A, gegen ein Lebkuchenmännchen so groß wie ein Rentier kämpfen oder B, gegen 100 Rentiere so groß wie ein Lebkuchenmännchen kämpfen? A. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. 58% haben sich ebenso entschieden. Nächste Frage. Würdest du eher A, 100 Weihnachtskekse am Stück essen oder B, eine ganze Flasche Eierlikör austrinken? A. Gott im Himmel, 63% haben sich ebenso entschieden. Nächste Frage. Würdest du eher A, einen ganzen Tag damit verbringen, die Weihnachtslichter zu entwirren oder B, komplett auf einen Weihnachtsbaum verzichten? B. Wow, 33% haben sich ebenso entschieden. Jetzt wird es spannend. Nächste Frage. Würdest du eher A, für den Rest deines Lebens ein Krampus sein oder B, der echte Weihnachtsmann werden und am Nordpol leben? B. Nordpol ist es kalt. Hihi, 41% haben sich ebenso entschieden. Jetzt wird es spannend. Nächste Frage. Würdest du eher A, das Christkind oder B, den Weihnachtsmann als deinen Mitbewohner haben wollen? A. A.
Hihi, 61% haben sich ebenso entschieden. Und weiter geht's. Würdest du eher A, Kevin allein zu Haus oder B, das letzte Einhorn zu Weihnachten im Fernsehen ansehen? B. Hihi, 26% haben sich ebenso entschieden. Jetzt wird es spannend. Nächste Frage. Würdest du eher A, selber das perfekte Geschenk bekommen oder B, jemand anders das perfekte Geschenk geben? A. Hört, hört. 35% haben sich ebenso entschieden. Und hier kommt schon die nächste Frage. Würdest du eher A, deinen Christbaum nur mit Dieter Bohlen Christbaumkugeln oder B, nur mit kleinen Jesus-Statuen schmücken? B. Wow, 61% haben sich ebenso entschieden. Und hier kommt schon die nächste Frage. Würdest du eher A, das ganze Jahr lang nur Last Christmas von George Michael anhören oder B, gänzlich auf Weihnachtsmusik verzichten? B. Ach du liebe Zeit, 48% haben sich ebenso entschieden. Und hier kommt schon die nächste Frage. Würdest du eher A, Weihnachten auf einer Skihütte oder B, am Strand verbringen? Alexa, stopp! Wenn du noch mehr lustige Fragen beantworten möchtest, dann starte doch einfach unseren Hauptskill. Würdest du eher? Dort warten über 300 Fragen auf dich. Bon voyage! Alexa, Alarmstufe rot! Roter Alarm. Alexa, stopp! Alexa, Selbstzerstörung. Ich leite die Selbstzerstörung gerne ein. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du sie in der letzten Sekunde dramatisch abbrichst. Ja. Oh Gott, die macht Alexa, Selbstzerstörung. Selbstzerstörung in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, nicht wirklich, oder? Nochmal. Alexa, Selbstzerstörung. Ich zerstöre mich selbst in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Was kam nochmal vor 4? Alexa, spielt das Album Christmas von Michael Bublé. Ich konnte das Album Christmas Deluxe Special Edition nicht in deiner Musikbibliothek finden. Du kannst es bei Amazon Music Unlimited hören. Möchtest du gerne mehr erfahren? Nein. Nochmal? Okay, du kannst dich jederzeit anmelden. Sage einfach, Alexa, starte Amazon Music Unlimited. Hier sind Hörproben Alexa aus dem Album Christmas Deluxe Special Edition von Michael Bublé. Once again, with candy canes and silver lanes that glow, it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Das war's mit diesem Video. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, lasst euch schön beschenken. Und das war's jetzt mit diesem Video. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns. Tschüss! Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty.